Ja, meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zurück bei Disney Dreamlight Valley. Wir sind wieder da, wir können ernten, wie ich sehe. Und heute haben wir ein bisschen was vor. Wir wollen Daisy auf Stufe 10 bringen, wir wollen die Hauptstory voranbringen, wir wollen gegebenenfalls Oswald finden und wir wollen heute nochmal den letzten Rest Sternfahrt machen. Also viel zu tun. Was haben wir denn hier? Ein unheimlicher Vorschlag. Das juckt, Entschuldigung. Ich bin auf eine tolle Möglichkeit gestoßen, das ganze Jahr über ein bisschen Halloween-Stimmung ins Dorf zu bringen, Kidma. Ich habe mir bereits die Freiheit genommen, die Materialien zu sammeln. Du könntest sie verwenden, um eine monströse Dekoration herzustellen und sie im Tal anzubringen, um für eine gruselige Überraschung zu sorgen. Wie lustig! Okay. Erfolg Attraktionsliebhaber. Glückwunsch an alle Teilnehmer zum Erreichen des Erfolgs Attraktionsliebhaber. Als Belohnung für eure tolle Arbeit bekommt ihr diese Mondsteine. Und eine Truhe. Geil. Wie gesagt, ich weiß manchmal nicht, was ich mache, aber irgendwie mache ich was. Wir ziehen uns natürlich erstmal um. So viel Zeit muss sein. So, und was gibt es denn heute mal? Was haben wir denn noch an coolen Mänteln? Ich kann den Mantel immer als Grundlage nehmen und darauf aufbauen und dann den Rest machen. Können wir mal als Monster gehen. Mal gucken, da haben wir, glaube ich, auch noch ein paar Sachen zu. Haben wir da nicht noch eine passende Hose zu? Nee, ne? Wir hatten da nur die Schuhe, glaube ich, zu. Schuppenhose vielleicht? Jogginghose. Nee, irgendwie fühle ich das gerade nicht so. Shanks Kaderjacke. Was war das denn? Das ist aber nicht die... Diese rockige, die wir mal fürs Ursula DLC bekommen haben, oder? Oder ist sie das? Schlüssig. Wir können natürlich auch Gastons roten Ledermantel anziehen, aber ganz ehrlich, da sehe ich mich nicht so. Oder, wo ich mich auch ehrlich gesagt so ein bisschen sehe. Wäre halt irgendwas mit vielen Farben. Ich mag das nur nicht, dass die so lang sind. Oh ja, das gefällt mir. Ich nehme das. Dann ein passendes T-Shirt darunter. Ich will nichts mit Rollkragen. Naja, das passt nicht so wirklich. Das wird tatsächlich darunter passen. Also vom Farbton ist es ideal. Also wir müssen auf jeden Fall ein T-Shirt nehmen. Schwarz. In Rot. Würde auch gehen. Wir haben auch rote Applikationen bei unserem Oberteil.
Ich glaube, ich nehme das mit Abu da drunter. So, und dann eine Hose. Was ziehen wir da mal für eine Hose an? Schutzanzughose. Nein. Schwarze Röhrenjeans. Ja, die passt dann nicht ganz so zu. Schwarze Faltenhose. Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Oh Gott. Mal, oh, nee. Ja. Vielleicht dann doch noch mal irgendwas Alternatives. Ich meine, sowas wird natürlich dazu passen. Haben wir dann nicht noch... Putzjacke, nee. Haben wir dann nicht noch ein passendes Oberteil auch zu? Natürliche Jacke. Die wird da theoretisch auch ganz gut zu passen. Ja, ich glaube, ich nehme die. Muss ich nur mit dem Oberteil nochmal... Das machen Türkis. Das wird passen, glaube ich, ne? Also ich finde das Türkis, das nimmt so ein bisschen das Grün aus der Jacke mit auf. Ich glaube, das gefällt mir so. So, und dann ist so die Frage, was für Schuhe nehmen wir? Das sind hier die mit den zur Jacke gepasst hätten. Stiefel passen da halt nicht so zu, ne? Mokassins. Theoretisch passen da Mokassins halt zu, ne? Also erstmal muss ich sowieso die Socken dann ausziehen. Aber ich finde, das sieht immer so ein bisschen wie so Schlafschuhe aus. Natürlich perfekt dazu. Ja, komm, nehmen wir die. Wir haben so ein bisschen Guru-Style mal. Dann brauchen wir natürlich noch irgendwie so ein paar Ringe an den Fingern. Warte mal, wo haben wir denn hier? Handschuhe war die, ne? Ja, so goldene Ringe. Hier, sowas. Haben wir noch schöne Ohrringe dazu? Aber die sind ein bisschen too much. Aber wir haben keine coolen dazu. Naja, komm, wir lassen mal weg. Eine Kette vielleicht noch. Was passt da denn zu? So ein Goldschatzmedaillon, ne? Oder grüne Hundemarke. Oh, ich finde das mit dem Medaillon irgendwie cooler. So. Ansonsten Zubehör, haben wir bei Hüte noch irgendwas, was dazu passt? Ich glaube aber nicht, ne? Ja, so ein Kopftuch wird natürlich gehen. Aber. Ihr wisst ja, wie ich zur Kopfbedeckung stehe. Nur lassen wir so. Lassen wir so. Wir sind ein bisschen alternativ heute unterwegs. Was ich nur gerade überlege, sollen wir die Schuhe in der Farbe lassen oder in der anderen? Mal kurz gucken. Hier hinten sieht das nämlich so ein bisschen... Ja, schwarz. Hast du eigentlich noch weniger zu... Ich lasse es grün. Ist beides nicht so optimal. So was Blaues wäre irgendwie am besten. Aber wir haben nur die grün und schwarz. So, das machen wir weg. Achso, und wir müssen natürlich erstmal
Fräulein Daisy holen. Die Frage ist, sie gerade essen? Jo, sie ist essen. Das sind mittlerweile so viele Leute. Das dauert eine halbe Ewigkeit, bis das da mal durchgelaufen ist. Hier liegt eine Erinnerung. Vom letzten Mal nicht mitgenommen. Die Hexe und der Zauberer. Ah, okay, sie steht, weil es keinen Sitzplatz mehr gibt. Alles klar. Ja, wen haben wir denn da? Weil letztes Mal ist sie, hat sie gesessen, ja, zusammen mit Donald, ne, hier vorne an dem Tisch. Okay, das heißt, dass die Charaktere, die sich hinsetzen, auch stehen können, wenn es keinen Platz mehr gibt. Das. Aufräumen, das Nötigste. Ja, davon habe ich auch noch was gesehen. Außerdem kriegen wir dann ein paar Nebelpunkte. Das ist natürlich auch nicht so verkehrt. Okay, gut, wir fangen mal gerade mit den Sternfahrtsachen an und haben wir die erledigt. Plaudere mit dem CEO der Monster AG. Wobei, weißt du, auf der anderen Seite, wir machen das gleich, weil ich würde die ganzen Sachen lieber im Dreamlight Valley machen, nicht hier. Nein. Du sollst diesen Kupferstein nicht fotografieren, du sollst ihn abbauen. Dann würde ich mich vielleicht erstmal auf die Hauptquest konzentrieren. Ich mach mal weg. Und jetzt müssen wir die wahrscheinlich zu Rapunzel bringen, richtig? Koche die Rezepte von Mutter Gothel. Mutter Gothels Suppe, Mutter Gothels Tee. Gut. Benutzen. Rüben, Paprikapulver, Yam und Majestät. Das sind nur DLC-Sachen. Okay. Und Mutter Gothels Tee mit Agave und Majestät. Warum ist der so komisch lila-blau? Das sieht eher aus, als wenn er vergiftet wäre. Oh boy. So. Rapunzel, Rapunzel. Du bist da oben. Hallo? So. Auswählen ist manchmal ein bisschen schwierig mit dem Analogstick. Vergessen ist auch wieder am Start. Nein, vergessen. Na, wie geht's? So, bitteschön. Einmal Suppe, einmal Tee. Aha. Wow, Kidma, dieser Tee, die Suppe. Sie sehen genauso aus, wie die Mutter früher gemacht hat. Ich bin so gespannt darauf, sie zu probieren. Vielen Dank dafür. Bon Appetit. Mal sehen, ob sie so gut schmecken wie die von Mutter. Sie waren nicht so gut wie die von Mutter. Sie waren so viel besser. Sie schmecken vielleicht besser, aber haben sie geholfen? Denkst du, du kannst... sie schmecken vielleicht besser, aber haben sie geholfen? Denkst du, du kannst singen? Das Kratzen in meinem Hals lässt nach, aber komm doch später wieder, um sicher zu gehen. Wenn Mutter die für mich gemacht, machte, dauerte es immer etwa 15 Minuten, bis die Wirkung einsetzte. Kein Problem. Vielleicht helfe ich Eva und Gaston, während ich warte.
Alles klar. So, lass Rapunzel 5 Minuten lang ausruhen und sich aufwärmen. Okay. Na gut, dann Gaston. Dich holen wir uns mal als nächstes. Ah, Kidma, hat dich die Hitze in den Dünen überwältigt? Bist du gekommen, um im Schatten meines enormen Bizeps Schutz zu suchen? Eigentlich könnte ich deinen Bizeps für etwas gebrauchen. Oh, soll ich etwas heben? Oder vielleicht mit einer gefährlichen Kreatur ringen? Nicht ganz, aber nah dran. Du musst dich auf etwas stellen und so schwer wie möglich sein, um eine Falltür auszulösen. Hier, sieh dir das Bild an. Ich versuche, diese Falltür in den uralten Ruinen zu öffnen, damit ich... Stopp! Mehr ist nicht nötig. Du brauchst jemanden, der heldenhaft posiert. Und ich bin ein Held, der hervorragend posieren kann. Es gibt nur ein Problem. Ohne ein ordentliches Frühstück bin ich nicht in Bestform. Verstanden, du brauchst ein heldenhaftes Frühstück. Ah, eine sehr LeFou-artige Antwort, Kidma. Ich stimme zu. Für ein richtiges, sättigendes Frühstück musst du natürlich mehr tun, als nur ein paar Croissants zu backen. Ich habe in den Dünen ein interessantes Rezept gefunden. Es scheint, als hätte die uralte Zivilisation, die hier lebte, ein ziemlich beeindruckendes Rezept gehabt. Ein Omelett aus purem Gold. Und wie willst du das essen? Das klingt wie ein Rezept für Verdauungsstörungen. Es gibt keinen besseren Magen als den von Gaston. Meiner wird das schnell erledigen. Igitt. Das Rezept erfordert goldene Zutaten, aber ich habe keine davon auf der Insel gesehen. Aber wenn sie aus Gold sind, hat der Täuschungszauberer sie vielleicht in seinen Tresor gesammelt? Stimmt, ich schaue in der Wunderhöhle nach. Okay. Also auf zur Wunderhöhle. Ist er sicher auch? Worauf bezogen? Was ist er sicher? Muss man erstmal das Rezept untersuchen? So. Finde die goldenen Zutaten in der Wunderhöhle. Goldene Eier, Edelsteinkäse, altes Wildfleisch, goldene Milch, goldene Paprika. Ach, der Tee giftig. Ah, okay. Das Südschneewittchen mit dem vergifteten Apfel. Oh, wir räumen mal gerade ein bisschen auf, weil das sieht hier aus wie Sau. So. Dann hier. Und unsere Daily Gold-Truhe. Mit einem Möbelbeutel. Mal schauen, was haben wir da Schönes drin? Ein Maschendrahtzaun. So. Dann haben wir da vorne noch diese Bubble. Also warte mal, und hier ist noch ein Ding. Keine Ahnung, was das wieder ist. Ah, wir hatten das noch. Wie fies.
Da hat er einfach abgebrochen. So, ist da unten eigentlich auch noch irgendwas so nachtdornmäßig oder nachtkristallmäßig? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, die sind wenn dann nur hier oben. Okay, so, dann müssten wir hier, glaube ich, alles jetzt aufgeräumt haben. Sehr schön. Dann gehen wir mal in die Wunderhöhle. Da, nun, was liegen denn hier? Goldhaufen. Wir haben goldene Eier gefunden. Da haben wir noch etwas. Goldene Paprika. Ich weiß nicht, wie man das hinterher essen soll, aber das ist ja nicht unser Problem. Das war auch cool in der Wunderhöhle, wo wir die Rätsel gelöst haben, auch wenn die ein bisschen einfach waren. Da haben wir nichts. Da liegt etwas. Edelsteinkäse. Mit Croutons drin. Hier ist ein ziemlich großer Haufen. Den kann ich auch gar nicht wegmachen. Das ist das alte Wildfleisch. Dann fehlt uns nur noch eine Zutat. Jetzt nicht. Frag mich, ob die hier hinten irgendwo ist. Oder ob wir die vorhin übersehen haben. Ah doch, sie ist hier. Goldene Milch. Gut, da haben wir alles. Kann ich nochmal nach da oben hin? Weil man das hier nicht so häufig. Also wir können hier nichts Neues machen. Naja, wenn man schon mal da ist. Kann ich hier angeln? Also wahrscheinlich nicht, aber... Verstehe ich nicht. Wäre so cool, wenn man hier irgendwas Lustiges angeln könnte und man so null Hinweise drauf bekommt. Nicht mal irgendwas Besonderes sein. So, dann sollen wir ihm was zu essen machen. Eigentlich will ich Elsa markieren. So. Wir könnten es hier kochen. Dauert dann aber. Mit dem Kocher Sachen machen bringt nur etwas, wenn wir währenddessen was anderes machen wollen. Goldenes Omelette. Schönen guten Morgen, liebe Junki. Hallo, grüße dich. Es geht dir gut, nur dass einen guten Start in den Tag. So, dann Gaston. Gaston? Gehen wir nochmal eben weg. Blablabla.
So, hier, ein goldenes Omelett für dich. Ah, das ist ein Frühstück, das meiner würdig ist. Aber ich habe nachgedacht, Kidmam. Gerade du solltest wissen, dass das gefährlich ist. Das war in der Vergangenheit so, aber nicht heute. Wenn du von mir erwartest, dass ich heldenhaft posiere, dann brauche ich einen Gehilfen, der neben mir posiert. Auf dem Bild, das du mir gezeigt hast, gab es zwei Plattformen. Kein Problem, ich hole Stitch. Na, nein, ich habe genug von dem kleinen blauen Biest. Erst gestern hat er mir gesagt, dass ich an meinem Bösometer arbeiten muss. Das ist doch lächerlich. Es gibt niemanden, der besser ist als ich. Es gibt nur einen Gehilfen für diesen Job. Einen neuen und verbesserten LeFou. Einen glänzenden LeFou. Den letzten habe ich aus Kokosnüssen gemacht, aber du könntest noch einen machen, der zu meiner beeindruckenden Persönlichkeit passt. Mit ein paar wertvollen Edelsteinen von der ganzen Insel. Bronzebarren, Wabensteine, Alexandrit, Spinelle und Jade sollten sich gut eignen. Natürlich brauchst du vielleicht etwas Farbe, um ihn fertigzustellen. Kein Problem. Rapunzel hat mir gesagt, dass ich mir immer welche aus ihrem Turm ausleihen kann. Wann hat sie uns das hingesagt? Alles super, ich muss gleich nochmal nach draußen. Was? Oh mein Gott! Mein Beileid, Junkie. Dieses draußen ist immer böse. Wie damals zu Corona-Zeiten. Stay safe. Bleib zu Hause. Manche Menschen haben das erst mit Corona lernen müssen. Andere wussten schon vorher, was gut ist. Wenn wir was sehen, räumen wir es ein bisschen weg. Weil ja dadurch auch Daisy noch ein paar Punkte bekommt. Hallo, kleines Capybara. Ja. Die Capybaras. Capybara streicheln. Wo ist Hey Hey eigentlich? Ach da. Komm, Hey Hey auch streicheln. Der hat wieder seinen Soundfile nicht. Okay. So, ich hoffe, wir können für die Quest richtig viele Bronzebarren verbrauchen. So 20 Stück oder 50. Damit ich wieder ein bisschen Platz bekomme. Wow, und ich sehe schon. Mal eben davor noch Sachen wegmachen. Und ich nehme diesen Spinell mit, weil den brauchen wir gleich. Das halt so nicht stehen lassen. Mein innerer Monk schreit. Und das nicht vor Ekstase. So. Findet ihr, dass Capybara wie ein Pokémon-Name klingt? Nun. Hallo? Betreten. Mein Gott. Man muss in einem exakt richtigen Winkel zu dem Turm stehen. So. Farbe. Hier. Ich glaube einfach ihre Malpalette. Haha. So, jetzt haben wir die. Oh. Könnt ihm die Quest bei ihr abgeben. Hallo, Rapunzel. Okay, ich glaube, ich bin soweit, Kidma. La 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 la. Meine Stimme ist wieder da. Also gut, ich bin bereit, dir zu helfen, den Funken der Vorstellungskraft zu retten. Perfekt, triff mich in den alten Ruin. Ich muss noch Gaston und Iva helfen. Ich treffe dich dort, okay? Ich bin wirklich froh, dass ich dir bei etwas helfen kann, nachdem du mir so viel geholfen hast. Juhu!
das hätten wir. Dann Gaston. So, okay. Können wir ja hier draußen eben herstellen. Glänzender Defu. 5 Bronzebarren, 3 Jade, 1 Wabenstein, Alexandrit, 1 Spinell und die Farben. Klingt gut.